Hallo, mein Name ist Laura und das ist meine Familie. Das ist meine Großmutter Elfriede. Sie ist 83 Jahre alt und lebt in Bayern, Deutschland. Sie war mit meinem Großvater Michael verheiratet, aber er ist sehr jung gestorben. Ihre drei Söhne sind mein Onkel Stefan, mein Onkel Günther und mein Vater Michael. Mein Onkel Stefan lebt auch in Bayern, in der Nähe meiner Oma. Er ist 52 Jahre alt und er arbeitet in einer Baufirma. Seine Frau ist meine Tante Joanna. Sie ist 40 Jahre alt und kommt aus Peru. Joanna arbeitet in einem Pflegeheim. Zusammen haben sie zwei Kinder, Paula und ihre Schwester Romina. Sie sind meine Cousinen. Paula und Romina sind Zwillinge und sie sind 10 Jahre alt. Beide gehen zur Schule und ihre Hobbys sind Klavierspielen und Reiten. Mein Onkel Günther ist 50 Jahre alt und lebt auf Teneriffa. Er hat ein Restaurant. Mein Onkel Günther ist mit meinem Onkel Antonio verheiratet. Er ist 43 Jahre alt und kommt aus Jaén. Er arbeitet in Günthers Restaurant. Das ist meine Großmutter Carmen. Sie ist 65 Jahre alt und war mit Javier verheiratet, mein Großvater. Aber sie sind geschieden. Beide leben in Peru. Zusammen haben sie zwei Töchter, Eda und Fiorella, und einen Sohn, Alonso. Meine Tante Fiorella ist 40 Jahre alt. Ihre Lieblingsfarbe ist gelb und sie tanzt sehr gerne. Sie war mit meinem Onkel Humberto verheiratet, aber sie haben sich scheiden lassen. Er ist 58 Jahre alt. Zusammen haben sie eine Tochter, meine Cousine Valeria. Sie ist ein Einzelkind. Sie ist 20 Jahre alt und studiert in der Universität. Valeria zeichnet sehr gerne und ihre Lieblingsfarbe ist lila. Fiorellas und Edas Bruder ist Alonso. Er ist 22 Jahre alt und lebt auch in Peru, genauso wie Fiorella. Alonso macht sehr gerne Sport und ist ledig. Er studiert Soziologie in der Universität von Lima. Seine ältere Schwester ist Eda. Sie ist meine Mutter und Eda ist 44 Jahre alt. Ihre Lieblingsfarbe ist rot und sie arbeitet in einem Büro. Sie ist mit Michael verheiratet, ihr Mann. Er ist mein Vater. Seine Lieblingsfarbe ist blau und er ist Maler. Bevor er meine Mutter in Deutschland kennengelernt hat, war er mit Babsi verheiratet, aber dann haben sie sich geschieden. Sie ist 52 Jahre alt und zusammen haben sie einen Sohn, mein Halbbruder Michi. Er ist 21 Jahre alt und wohnt jetzt in der Schweiz. Aus der Ehe von Michael und Eda bin ich geboren. Ich bin 16 Jahre alt und lebe in Teneriffa, zusammen mit meiner Mutter und meinem Vater. Meine Lieblingsfarbe ist auch rot, genauso wie meine Mutter. Und ich gehe zum Gymnasium. Mein Geburtstag ist am 15. August 2003. Meine Mutter ist am 8. Juni 1975 geboren. Und mein Vater am 4. September 1958. Die meisten meiner Familie väterlicherseits leben in Deutschland und die meisten meiner Familie mütterlicherseits leben in Peru. Und das war meine Familie.